Heute konnte die Rheinbrücke erstmals vom Individual- und Busverkehr befahren werden. 28 Monate hat es gedauert und wie sich das Ganze zwischen Hahn und Bus auch entwickelt hat, das sehen wir uns jetzt in einem kurzen Zeitraffer-Video an. So, und ich freue mich, dass ich jetzt den Landesrat für Wirtschaft und Straßenbau, Marco Tittler, bei mir hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Landesrat, heute, wie gesagt, konnte die Rheinbrücke zwischen Hahn und Bussach erstmals vom Individualverkehr befahren werden. Wann gibt es denn die vollständige Freigabe? Es sind jetzt noch einige Arbeiten zu erledigen. Das ist richtig, heute war einmal die Verkehrsfreigabe in eine Richtung. Nächste Woche wird die andere Richtung eröffnet und dann sind im nächsten Jahr, ich würde meinen im ersten Halbjahr, noch Arbeiten zu vervollständigen. Und dann wird es eine richtige Eröffnung auch unter Beteiligung der Bevölkerung geben, so unser Plan. Die neue Rheinbrücke hatte ein eindrucksvolles Erscheinungsbild. Aber was waren für wichtige Anforderungen von baulicher Seite zu erfüllen in diesem Projekt? Das ist richtig. Architektonisch finde ich, schmiegt sich wunderschön in die Landschaft ein, aber das liegt immer im Auge des Betrachters. Sie hatte für uns zwei ganz wesentliche Funktionen. Zum einen, was die Verkehrssicherheit betrifft, aber auch generell den Verkehrsfluss. Es ist eine sehr große verkehrstechnische Belastung auf dieser Brücke. 15.000 PKWs passieren in etwa jeden Tag diese Brücke, auch 4.500 Radfahrer. Wir glauben, dass wir mit dieser Brücke den neuen Anforderungen gerecht werden können, so muss ich sagen. Es gibt deutlich breitere Geh- und Radwege, es gibt eine eigene Spur für den Busverkehr Richtung Bregenz, auch hier wird es zu einer Beschleunigung kommen. Und der zweite wesentliche Aspekt ist natürlich die Hochwassersicherheit. Was bedeutet es auch für die Hochwassersicherheit, haben Sie angesprochen, was bedeutet es für die umliegenden Betriebe insgesamt, dass jetzt da stabile neue Brücke ist? Heißt das auch, dass mehr Schwerverkehr zum Beispiel drüber kann? Ja, das ist nicht einmal so das Thema, sondern es ist wichtig, nicht nur für die Betriebe, auch für die Bevölkerung zu wissen, es gibt hier jetzt eine Brücke, die einem 300-jährigen Hochwasser standhalten kann. Die Brücke ist etwa 2,5 Meter höher
als die alte Brücke, die jetzt ja dann abgetragen wird und entspricht somit auch den Vorgaben, die wir hier bekommen haben über die internationale Rheinregulierung, um vor dem Hintergrund Resi diese Brücke einfach entsprechend hochwassersicher zu machen. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Aspekt natürlich, nicht nur für die Betriebe, sondern auch für die Bevölkerung im Rheindelta, aber auch gerade bei den benachbarten Gemeinden. Hier ist jedenfalls sehr viel Verkehr, auch Pendlerverkehr. Wie viel wurde denn da insgesamt investiert jetzt in diese Brücke? Es werden die 70 Millionen sein, die wir hier im Budget veranschlagt haben. Von diesen 70 Millionen kommen 12,5 Millionen Euro aus dem Titel Hochwasserschutz des Bundes. Der Rest wird vom Land getragen. Fällt da jetzt in diesem Zusammenspiel in allem eigentlich nur noch die S18 irgendwo? Ja, es fehlt nicht nur die S18. Was fehlt, ist eine Verbindung zwischen den zwei Autobahnen auf der österreichischen und der Schweizer Seite. Das fehlt jedenfalls. Es braucht aus meiner Sicht eine hochrangige Verbindung zwischen den zwei Autobahnen. Es braucht eine Verbindung, die nicht durch das Ortszentrum von Lustenau geht. Insbesondere Lustenau ist hier ganz besonders betroffen. Wir brauchen Verbindungen, die um die Ortschaften herumführen. Wir brauchen Ortsumfahrungen für die Zukunft und nicht Strecken, die mitten durch die Ortschaften durchgehen. Es ist aber neben der S18 auch unsere Ambition, dass wir von der Rheintalautobahn, die ja zunehmend zur Stadtautobahn wird, möglichst kurze Abfahrten haben. Wolfurt-Lautrach muss endlich ein Vollanschluss werden. Hier braucht es einen Vollanschluss, um den Güterbahnhof anzuschließen. In Hohenems brauchen wir einen größer dimensionierten Kreisverkehr. Wir merken ja, dass gerade Rheintal-Mitte oder jetzt Dornbirn-Süd, dass das Entlastung bringt. Das entlastet die Ortszentren, das entlastet die Abfahrten. Hier braucht es schon noch etwas, nicht viel. Wir brauchen noch diese West-Ost-Verbindung im unteren Rheintal, S18. Wir brauchen die Ost-West-Verbindung in Feldkirch, den Stadttunnel. Und wir brauchen die Rheintalautobahn als Stadtautobahn mit ein paar entsprechenden Knoten. Das ist so die verkehrspolitische Vision, glaube ich, die wir, wenn wir über die Straße sprechen, hier noch zu erfüllen haben. Stadttunnel, Tunnelspinne, ist das noch Thema? Oder wie sieht es mit zusammen? Nein, das sollte kein Thema sein. Wir sind hier über mehrere Jahre durch alle Instanzen gegangen. Das Projekt hat, glaube ich, 5 oder 6 Jahre Verzögerung, weil es durch alle Instanzen gehen musste. Es ist dann der Bescheid gekommen. Wir haben einen UVP-Bescheid, den wir zu erfüllen haben. Der ist sehr rigoros. Der UVP-Bescheid sieht vor, wann eine Baustelle einzurichten ist, wann begonnen werden muss, wann fertiggestellt werden muss. Da gibt es kaum Spielraum. Und es ist natürlich mein Ziel und auch meine Aufgabe, hier auf Punkt und Komma auf diesem UVP-Bescheid zu bleiben. Und dieses Bauwerk soll 2030 und muss 2030 auch entsprechend fertiggestellt werden. Wenn wir nochmals zur Rheinbrücke zurückkommen, wir haben das Erscheinungsbild angesprochen, das ja ganz anders ist, wie man es bisher gekannt hat. Kann diese Brücke Vorbildwirkung haben, wie wir in Zukunft Brücken bei uns auch aussehen können? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass man sie erstmalig sieht. Mir ist das so bewusst geworden heute beim Hinfahren zu dieser Eröffnung. Die alte Brücke, die hat man architektonisch nicht gesehen von der Weite. Wenn man auf die neue Brücke zufährt, die steht architektonisch im Raum. Ich finde gelungen, die Bevölkerung hoffentlich auch. Sie wird es entscheiden müssen, wie sie auch dieses architektonische Meisterwerk annimmt. Aber ich finde, dass genau dieser Aspekt auch dazu kommt. Es ist ein schönes architektonisches Bauwerk. Es ist nun nicht nur eine technische Meisterleistung, es ist auch eine schöne Architektur damit verbunden. Und eine Brücke, wie man sie vielleicht sonst aus anderen Ländern eher kennt, aber weniger von uns. Das ist richtig. Wenn wir hinter uns blicken, da führt eine zweispurige Straße von Bregenz ins Laiblachtal. Jetzt hat der Daniel Zadry die Notwendigkeit dieser Straße in Frage gestellt, zumindest wenn wir im weiteren Horizont blicken, so Richtung 2040. Hat er vielleicht recht? Oder wie lange brauchen und bauen wir Straßen noch? Die Frage ist, glaube ich, nicht, wie lange brauchen wir Straßen. Die Frage ist, wie werden wir uns fortbewegen? Mit welchen Mitteln werden wir uns fortbewegen? Ich gehe davon aus, und das muss natürlich unser Ziel sein, dass es emissionsfrei sein wird. Ich glaube, wir werden uns 2040, um jetzt nur eine Zahl in der Zukunft zu nennen, emissionsfrei
fortbewegen können. Es geht die Entwicklung in diese Richtung. Es werden hier noch große Innovationssprünge kommen, auch was die Antriebstechnologie betrifft. Es gibt hier unterschiedliche Stoßrichtungen. Ich denke aber nicht, dass wir auf Straßen verzichten werden. Es wird unser Ziel sein müssen, möglichst den Verkehr aus den Ortszentren herauszubekommen, kurze Wege zu haben. Aber Straße und Schiene, und ich halte auch nichts davon, das gegeneinander auszuspielen, wird für uns in Vorarlberg auch in dieser fernen Zukunft sicherlich eine entsprechende Rolle spielen. Jetzt gibt es auch hier Landesstraße durch die Landeshauptstadt. Sie waren ja auch unlängst bei einer Diskussion dabei in Lautach, wo es um die Bahn wiederum ging. Kommt da auch eine Entwicklung oder was sind da die nächsten Steps, wenn ich jetzt Richtung Bregenz blicke? Gibt es da Diskussionen in nächster Zeit? Ja, in Bregenz sind es drei Themen, die hier eigentlich aus meiner Sicht und etwas aus der Ferne betrachtet, weil ich bin nicht für alle Themen Ressort zuständig. Thema sind. Zum einen ist es die Unterflurführung einer Landesstraße. Hier haben wir vereinbart, bis Ende des Jahres eine entsprechende Machbarkeitsstudie vorzulegen. Die wird gerade ausgearbeitet mit der Stadt gemeinsam. Zum zweiten läuft ein Stadtentwicklungsprozess in Bregenz, der sich natürlich auch dieser Frage widmet. Hier ist meinem Informationsstand nach das so, dass Büros, Stadtplanungsbüros sich schon intensiv mit dem Thema Bregenz Mitte und der Stadtplanung auseinandersetzen. Und das dritte ist dann die Frage der Eisenbahnführung des Schienenverkehrs. Auch das hat hier natürlich eine entsprechende Bedeutung. Hier gibt es entsprechende Pläne für eine Unterflurlösung, die würde natürlich auch entsprechend Platz in Anspruch nehmen. Das alles muss dann gemeinsam in ein Konzept passen, was dann hier oben und unten geführt werden kann. Das muss aus diesem Gesamtkonzept abgeleitet werden können. Ich habe gesagt, dass für mich, wenn man die Schiene betrachtet, zwei Sachen nicht in Frage kommen. Das eine ist, dass wir in Vorarlberg im großen Stil Häuser schleifen, und das andere, dass man eine Pipeline revitalisiert und dann nach der Revitalisierung sagt, jetzt wird ein zweites Gleis darauf gelegt. Da muss uns was Besseres einfallen, aber da hat der zuständige Landesrat ja die Türe schon aufgemacht zu einem Prozess, der gemeinsam geführt werden soll. Und ich halte das für richtig und wichtig, dass hier die Bevölkerung mit eingebunden wird, dass man hier einen partizipativen Prozess angeht, wie im Prinzip der Verkehr, insbesondere auch der Schienenverkehr, der sehr viel Platz brauchen wird in Zukunft. Und das ist ja auch unser Ziel, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, in Zukunft geführt werden soll. In Bregenz wurde auch immer diskutiert über diesen Stadttunnel, ich nenne es jetzt mal so. Im Prinzip, wir haben aber zwei Spuren, die durch den Pfennetunnel gehen, in jeweils Richtung Deutschland, Richtung Tirol. Würde man da nicht automatisch noch mehr Verkehr nach Bregenz anziehen, weil die Leute dann wissen, naja, da kann ich dann unten gemütlich durchfahren? Darum muss man sich auch mit der Frage auseinandersetzen. Und das ist der Unterschied beispielsweise zwischen Bregenz und Feldkirch. Bregenz hat die Möglichkeit, eine Umfahrung zu machen. In Bregenz kann man über die Autobahn auch mautfrei ausweichen und Bregenz somit umfahren. Man wird sich hier der Frage widmen müssen, aber das wird auch, glaube ich, in diesem Stadtentwicklungsprozess zum Ausdruck kommen, wie der Verkehr dann durch die Stadt geführt werden kann. Es gibt hier unterschiedlichste Visionen für die Zukunft. Man spricht zum einen über City-Maut, man spricht über Begegnungszonen. Das wird sich dann weisen. Ich glaube nicht, dass es ziel- und sinnvoll ist, hier eine Untertunnelung zu machen, wo man dann ähnlich wie eine Autobahn unter Bregenz hindurchfahren wird können. Ich glaube, es ist sinnvoller anzuerkennen, dass man eine Umfahrungsmöglichkeit hat. Dass aber der Ziel- und Quellverkehr, insbesondere auch der Verkehr aus dem Laibachtal dann ins Rheintal oder nach Bregenz berücksichtigt werden muss. Und vor dem Hintergrund gehe ich auch davon aus, dass es in Zukunft eine Straße insbesondere vom Laibachtal nach Bregenz brauchen wird. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Also heute hatte die Bundesregierung angekündigt, dass die Gewinne von Energiekonzernen abgeschöpft werden können oder sollen in Zukunft. Das kann einschließlich der Körperschaftssteuer eine Abschöpfung von bis zu 65% bedeuten. Wie sehen Sie diese Maßnahme grundsätzlich? Das muss man jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sehen. Wir sind sicherlich in einer absoluten Ausnahmesituation mit einer kriegerischen Auseinandersetzung in Europa. Dann muss man für diesen Zeitraum auch andere Maßstäbe an den Tag setzen. Aber grundsätzlich halte ich von Abschöpfungsmaßnahmen überhaupt nichts. Ja, ich muss das auch in dieser Deutlichkeit sagen. Ich finde das nicht den richtigen Weg. Ich habe hier an dieser Stelle schon einmal darauf hingewiesen, dass Sanktionen
in diesem Fall richtig und wichtig waren, dass sie ethisch und moralisch notwendig waren, das habe ich gesagt. Ich habe aber auch dazu gesagt, dass wenn man Sanktionen macht und damit auch in Kauf nimmt, dass es zu Verwerfungen kommt, dass man sich dann als Europäische Union mit der gleichen Vehemenz überlegt, wie man die negativen Begleiterscheinungen solcher Sanktionen auch ausgleichen kann. Oder wie man eine politische Entscheidung, Strom oder Gas oder Öl nicht mehr von jemand abzunehmen, was ich auch unterschreiben kann, wie man dann diese negativen Begleiterscheinungen abfedert. Und hier ist die Europäische Union bis zum heutigen Tag die Antwort schuldig. Ich weiß, dass aber in naher Zukunft jetzt wieder ein Energieministerrat stattfinden wird. Und wir haben auch tendenziell positive Signale, dass man sich dort dieser Frage der Gaspreislenkung widmen wird. Und ich erachte das für vordringlich, dass man sich die Frage stellt, wie kann das Gaspreisbildungssystem auf der europäischen Ebene beeinflusst werden? Was hat das dann für einen Einfluss auf die Nationalstaaten? Welche Maßnahmen müssen die Nationalstaaten dann im Rahmen des europäischen Kontexts noch setzen? Dann kommt diese Frage zum Zug und dann wird die Frage zu beantworten sein, wie müssen wir die Wirtschaft noch weiter unterstützen vor dem Hintergrund dieser Verwerfungen. Diese Abschöpfung, wird diese die Illwerke VKW nicht betreffen, wie auch der Landeshauptmann schon mitteilen ließ? Ja, das ist einmal zum jetzigen Zeitpunkt unsere Einschätzung. Wir haben hier ein Pumpspeicherkraftwerk. Da geht es um eine andere Funktion. Da geht es um die Funktion der Stabilisierung des gesamten Energiesystems. Mittlerweile hat die VKW Illwerke eine bedeutende und wichtige Rolle auch für das deutsche Netz, ist hier am deutschen Regelmarkt aktiv. Hier jetzt Gewinne abzuschöpfen, hielte ich für doppelt falsch. Ich halte es ja schon für grundsätzlich nicht den richtigen Weg, aber wie gesagt, es sind ganz besondere Maßnahmen hier vielleicht erforderlich, die, wenn sie getroffen werden, aber auch mit entsprechendem Augenmaß getroffen werden müssen. Ich hätte hier andere Vorschläge gerne vorher umgesetzt gesehen und dann über diese Frage auch gesprochen. Der Staat greift ja ziemlich drastisch bei den Krisen mittlerweile ein. Wie lange können und glauben Sie, wollen wir uns das auch noch leisten? Das wird eine gute Frage sein, weil gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, wenn wir die Inflationsentwicklung uns ansehen und der österreichische Staat hat jetzt über 30 Milliarden Euro zur Inflationsbekämpfung ausgegeben. Auch wieder richtig und auch wieder wichtig, aus meiner Sicht in manchen Bereichen zu großzügig und zu breit mit der Gießkanne gemacht und weniger pointiert und zielgerichtet. Wir haben probiert, in Vorarlberg es ganz bewusst zielgerichtet zu machen. Wir haben auch ein Antiteuerungspaket geschnürt, natürlich in einer anderen Dimension, aber zielgerichtet dort, wo wir der Meinung sind, wir können hier unterstützen, wo wir die Personenkreise auch adressieren können, wo wir auch nachverfolgen können, ob wir diese Wirkung entsprechend erzielen. Ich hielte das für den richtigeren Weg. Und insofern wird es auch bei der Unterstützung durch die öffentliche Hand notwendig sein, hier zielgerichteter vorzugehen, im Speziellen für die Zukunft. Wenngleich ich natürlich weiß, dass auch die Energiefrage die Wirtschaft vor große Herausforderungen stellen wird und wir uns hier neben der Regelung auf der europäischen Ebene natürlich auch eine Unterstützung von Seiten des Bundes erwarten. Und ich weiß, dass sie auch in Vorbereitung ist, wenn es darum geht, den Energiekostenzuschuss für die Unternehmen auch zu verlängern. Das wird auch kommen müssen. Aber auch hier mit Maß und Ziel und so, dass die Wirtschaft im internationalen Wettbewerb, und das ist für uns in Vorarlberg besonders wichtig, realisieren kann, aber nicht mit der Gießkanne, sondern gezielt. Vor große Herausforderungen steht die Wirtschaft ja auch, wenn es um Fachkräftemangel und Ähnliches gibt. Jetzt haben sich zu einem Expert-Talk mit Vertretern der Vorarlberger Industrie, also Personalleiterinnen und Personalleitern getroffen. Mit was für Wünschen, Forderungen oder auch Kritik sind diese Personalleiter und Leiterinnen auf Sie zugekommen? Das war gestern Abend eine sehr konstruktive Runde, für die ich mich auch recht herzlich bedanke. Es ist mir persönlich ganz wichtig, dass man nicht nur auf der Metaebene oder auf der Ebene der Gesamtunternehmen Gespräche führt, sondern auch ganz bewusst mit den Experten ins Gespräch kommt. Das von dir angesprochene Gespräch war ein Gespräch mit den Personalleitern der großen Vorarlberger Industriebetriebe. Und die haben mir natürlich zurückgespielt, insbesondere
Themen bei der Zuwanderung, beim Zuzug, wenn es um Fachkräfte geht, Rot-Weiß-Rot-Card, die jetzt ja verbessert wurde, wo wir uns auch darauf verständigt haben, die Verbesserungen jetzt einmal abzuwarten, aber gemeinsam in einer Expertenrunde zu überlegen, wie es vielleicht Adaptierungen speziell für Vorarlberg geben kann. Wir wissen, dass wir Fachkräfte für die Zukunft brauchen. Wir haben ja einige Hebel identifiziert. Da geht es um Upskilling, da geht es um Weiterentwicklung, da geht es darum, Personen vielleicht auch länger im Arbeitsleben halten zu können, wenn sie das wollen. Und da geht es letztendlich dann auch darum, Zuzug zu ermöglichen. Und über diese Themen haben wir gestern gesprochen. Das war ein großes Anliegen. Oft schwirrte der Slogan herum, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Jetzt weiß man aber auch von Umfragen, dass viele, die wieder gehen, die hatten Probleme bei der Integration oder auch Unfreundlichkeit schwebt im Raum oder wird uns Österreichern vorgeworfen und Vorarlbergern. Kann man überhaupt Prozesse aufsetzen, dass diese Integration mitunter besser funktioniert und nicht so, dass wir sind wir und alles andere ist uns wurscht? Ich glaube, das wird es brauchen. Ich glaube, man muss ein Stück weit auch offener werden, genau für diese Art der Zuwanderung zum einen. Zum anderen, und das ist auch wichtig und wurde auch besprochen in dieser Runde und da bin ich fest davon überzeugt, man muss, glaube ich, auch gezielter die Fachkräfte suchen. Ich glaube, wir haben ein extrem schönes Land. Ja, wir sind keine Metropolregion. Das heißt, wir haben nicht rund um die Uhr Bespaßung, offene Lokale, Kulturangebote in dieser Dimension, wie das Metropolregionen wie München, Zürich oder Wien haben. Mhm. Aber wir haben andere Benefits zu liefern. Und wenn wir es schaffen, vor dem Hintergrund chancenreichster Lebensraum für Kinder 2035, das unser Ziel ja ist, die Personen anzusprechen, die genau auf dieser Suche sind, die sich genau nach diesem Lebensmodell sehnen, wenn wir es schaffen, die anzusprechen, dann glaube ich, dass die sich auch ein Stück weit besser hier zurechtfinden werden. Mhm. Und der zweite Aspekt ist, und da bin ich überzeugt davon, dass das stimmt, man kommt vielleicht in Vorarlberg nicht so leicht in die Kreise rein. Man ist nicht so offen, wie das vielleicht jetzt in Wien der Fall ist. Ich habe in Wien lang studiert, habe das auch immer geschätzt, dass man da sehr schnell einmal befreundet ist mit jemand. Aber in Vorarlberg ist es dafür nachhaltig. Wenn man in Vorarlberg Freundschaften gefunden hat, wenn man Anschluss gefunden hat über die Arbeit, über die Vereine, über das Ehrenamt, dann ist man, glaube ich, hier nachhaltig integriert. Und das kann doch unsere große Chance sein, auch für die Zukunft. Mhm. Zum Schluss noch eine Frage, muss ich noch einmal das Thema wechseln. Wirtschaftsbund Obmann Karl-Heinz Rüdels hat ja angekündigt, dass Sie noch bis Jahresende die Position als Obmann übernehmen sollen. Ist das also alles schon in trockenen Tüchern? Oder wie ist da die Vorgehensweise? Ich habe natürlich mit der Frage gerechnet, aber nein, in trockenen Tüchern ist hier gar nichts. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen, das ist richtig. Ich würde für dieses Amt auch zur Verfügung stehen, aber das ist nicht meine Entscheidung. Hier muss ein Gremium entscheiden. Hier gibt es eine Hauptversammlung, die heuer noch stattfinden soll. Die soll deswegen auch stattfinden, weil Karl-Heinz Rüdels ja von Anfang an gesagt hat, er möchte oder er wird diese Finanzprüfung machen für den Wirtschaftsbund. Da muss man ihm auch dankbar sein. Er hat hier sehr viel Arbeit eingebracht, hat sich hier sehr eingesetzt dafür, dass jetzt diese Bescheide mal so ausgestellt worden sind. Mhm. Die liegen jetzt am Tisch. Einer fehlt noch. Er hat immer gesagt, diese Finanzprüfung wird entsprechend zum Abschluss gebracht und dann würde er diese Funktion wieder zurücklegen. Wir sind hier in Gesprächen, aber entscheiden wird diese Frage eine Hauptversammlung des Wirtschaftsbundes, die heuer noch einberufen werden soll. Wirtschaftsbund Obmann und Wirtschaftslandesrat, geht das beides zusammen oder gibt es Interessenkonflikte? Nein, das glaube ich nicht. Es war ein Vorgänger von mir, Landesrat Manfred Rhein, auch in der gleichen Position. Er war Wirtschaftsbundobmann und Landesrat. Wir hatten jetzt eine Situation, dass wir einen Wirtschaftskammerpräsidenten und einen Wirtschaftsbundobmann haben. Jetzt ist die Situation so, dass der jetzige amtierende Wirtschaftskammerpräsident nicht Wirtschaftsbundobmann ist. Also diese Konstellationen hatten wir alle schon einmal. Sie haben funktioniert. Sie werden auch oder würden auch in Zukunft funktionieren. Ich glaube, das geht. Aber diese Entscheidung haben die Gremien zu treffen und die sind zuerst einzuberufen. Dann haben sie zu tagen und zu wählen. Mhm. Abschließend noch, wenn Sie mir schon die Steilvorlage mit dem Wirtschaftslandesrat, ehemaligen Wirtschaftslandesrat und WKV-Präsident Manfred reingeben, bleiben Sie dann Wirtschaftslandesrat oder werden Sie dann auch Wirtschaftskammerpräsident, falls das mit dem Wirtschaftsbund Obmann klappt?
Nein, die Frage stellt sich nicht. Ich bin Wirtschaftslandesrat und würde hier für eine ehrenamtliche Tätigkeit mich zur Verfügung stellen. Auch das ist mir wichtig zu betonen. Es geht darum, Wirtschaftslandesrat zu sein, als ÖVP-Wirtschaftslandesrat in der Partei eine weitere Funktion ehrenamtlich zu übernehmen. Aber wie gesagt, es hat Gespräche mit dem Vorstand gegeben. Die Entscheidung liegt bei der Hauptversammlung. Die soll heuer noch einberufen werden. Wird das auch heißen, Geschäftsführer und Obmann zusammen? Nein. Nein. Eine allerletzte Frage noch an Sie und dann wechseln wir nochmals ganz kurz das Thema. Als ehemaligen Fußballer, am Sonntag geht's los, Fußball-WM in Katar. Jetzt gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, boykottieren, nicht ansehen. Die anderen sagen, das ist meine Leidenschaft, ich will es unbedingt sehen. Werden Sie es sich anschauen? Da gibt es von mir eine ganz klare Meinung. Ich muss zwar vorwegstellen, dass ich es extrem schade finde, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfindet. Ich finde es extrem schade, dass sie zu dieser Jahreszeit stattfindet. Aber als Sportler oder als ehemaliger Sportler, das ist für manche Personen ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Das ist ein Erlebnis, auf das man das ganze Leben hinarbeitet. Hier gehören auch die Sportler entsprechend unterstützt und natürlich werde ich mir die Spiele entsprechend ansehen und fiebre auch mit den Teams mit, für die meine Leidenschaft schlägt und freue mich natürlich auf eine großartige Weltmeisterschaft aus dem sportlichen Sinn heraus. Zum anderen habe ich mich ohnehin gerade geäußert. Mhm. Wer wird Weltmeister? Mein Tipp ist Argentinien.